Sarah Lombardi steht mal wieder in der Kritik. Der Grund? Ein Urlaubsschnappschuss, auf dem sie sich im Bikini zeigt. Eigentlich will Sarah Lombardi nur ein paar entspannte Tage auf Mauritius verbringen. Doch auf ihrem Instagram-Account tummeln sich mal wieder jede Menge negative Kommentare. Punkt altbacken oder trendy? Die Sängerin postete ein Bild im roten Bikini. Doch der Anblick gefällt vielen ihrer Follower überhaupt nicht. So ein Bikini hatte meine Oma auch getragen. Im Seniorenschwimmen mit 92 Jahren, ätzt ein User. Ein anderer meint, den würde ich noch nicht mal geschenkt nehmen. Doch bei einigen hat Sarah mit ihrem Outfit offenbar voll ins Schwarze getroffen. Lass dich nicht von dummen Kommentaren irritieren. Tolle Frau in einem tollen Bikini, muntert sie ein Fan auf. Liebestrip mit Roberto. Ob Freund Roberto der Bikini wohl auch gefällt? In der letzten Zeit wurde immer wieder gemunkelt. Dass sich die beiden getrennt haben, doch jetzt nahm Sarah mit einem gemeinsamen Bild aus dem Urlaub allen Gerüchten den Wind aus den Segeln. Übrigens ist das Paar nicht allein auf Mauritius. Sarahs Söhnchen Alessio ist natürlich auch dabei. Arme Sarah Lombardi. Während ihres Urlaubs auf Mauritius hat die Sängerin mit Schmerzen zu kämpfen. Eigentlich hätte es so schön werden sollen. Sarah Lombardi verbringt gerade ein paar entspannte Tage auf Mauritius mit ihrem Schatz Roberto. Söhnchen Alessio und Freundin, doch nicht alles läuft nach Plan. Drama und Sarahs Hände und Füße. Denn einen Tag nach der Ankunft waren ihre Gelenke extrem angeschwollen. Meine Hände und meine Füße sind richtig dick angeschwollen. Ich habe richtig viel Wasser eingelagert, erzählte die 26-Jährige am Wochenende in ihrer Instagram-Story. Möglich, dass der Langstreckenflug dafür verantwortlich ist. Ich bin da sowieso für anfällig, gab sie zu. Deshalb ging sie am nächsten Tag gleich zum Sport, um die geschwollenen Gelenke wieder loszuwerden. Sarah zeigte sich mit knallrotem Gesicht. Doch damit nicht genug. Sarah hat sich bereits einen fiesen Sonnenbrand eingefangen. Ich habe den Sonnenbrand meines Lebens. Die Sonne ist hier so stark. Das ist mir noch nie so schlimm passiert. Klagte sie von den ganzen Wehwehwächen, ließ sich Sarah den Urlaub trotzdem nicht verderben. Gleich am nächsten Tag ging es zum Strand.